Bulliger Rahmen, plüschiges Fahrwerk, dicke Reifen. Mit dem Fuji Black Hill Evo 1.3 Plus hatten wir ein extrem komfortables E-Mountainbike im Test. Wo seine Stärken und wo die Schwächen liegen, das verraten wir euch jetzt. Mit dem Fuji Black Hill Evo 1.3 fällt man auf dem Trail. Das liegt natürlich zum einen an der extrem knalligen Farbgebung mit einem leuchtenden Rot, das uns sehr, sehr gut gefällt, weil ganz ehrlich, schwarze Räder gibt es genug da draußen. Warum nicht mal auch ein bisschen was Knalligeres probieren? Und auch die sonstige Optik ist wuchtig, bullig und hebt sich von der Masse ab. Wir haben zum einen dicke Plusreifen, zum anderen aber wirklich auch so einen fast schon martialischen Rahmen, der ganz schön Eindruck macht. Verbaut ist ein Bosch CX-Motor, natürlich in der neuesten Generation und eine 625 Wattstunden Powertube-Batterie im Unterrohr, das wie gesagt relativ wuchtig ist. Da gibt es sicher schlankere Rahmen, aber es ist dann irgendwie am Ende auch wieder rund von der Optik her, deswegen an der Stelle auch gar keine Kritik an dieser Formgebung. Und wir haben 160 mm Federweg vorne und hinten, das heißt ordentlich Reserven, auch für gröberes Gelände. Und ja, das Fahrwerk, wenn wir schon beim Federweg sind, ist auch eine Besonderheit am Fuji, weil hier sind Sandtour-Federelemente verbaut. Wir haben eine Ion-Federgabel vorne, wie gesagt mit 160 mm Federweg. Und wir haben einen Tri-Air-Dämpfer im Heck mit Ausgleichsbehälter. Einstellmöglichkeiten bietet das Fahrwerk, sage ich jetzt mal so, solide Kost. Es ist so, dass man auch als, sage ich jetzt mal, erfahrener Fahrer hat man die Möglichkeit, auch bei der Druckstufe Feinabstimmung und so weiter vorzunehmen. Auf der anderen Seite, wenn man sich nicht so richtig viel damit auseinandersetzen will, findet man auch sowohl bei Federgabel als auch bei Dämpfer relativ schnell ein passendes Setup. Die Schaltung kommt von SRAM. Verbaut ist eine SX Eagle, 12-fach Einstiegsgruppe. Haben wir in der Preisklasse, das Fuji kostet knapp 4.700 Euro, an vielen Rädern verbaut und das macht durchaus Sinn, weil wir an der Schaltung relativ wenig auszusetzen haben. Die hat eine große Bandbreite mit ihrer 1150 Kassette, hat eine gute Ergonomie, hat ein ordentliches Schaltverhalten. Wie gesagt, wir hatten beim Fahrwerk so ein bisschen besondere Komponenten. Das haben wir jetzt auch bei der Bremse. Hier ist nämlich eine TRP-Bremse verbaut. TRP steht für Tektro Racing Products. Ist so ein bisschen die Racing-Linie von Tektro. Der Hersteller mag dem einen oder anderen was sagen. Hier ist eine Slate 4 verbaut. Das ist eine 4-Kolben-Bremse, auch mit großen Scheiben. Bei der Performance waren wir so ein bisschen hin und her gerissen, komme ich aber gleich auch nochmal drauf zurück. Ja, das Black Hill Evo ist eines der wenigen Räder momentan noch mit Plus-Bereifung, also 650B-Laufrädern mit dicken Reifen. Vor ein paar Jahren war das noch, sage ich mal, der Standard am E-Mountainbike. Das hat sich so ein bisschen verschoben zugunsten der 29er. Hat aber durchaus immer noch seine Berechtigung, einfach auch, weil die dicken Reifen sehr komfortabel sind und sehr viel Grip bieten, gerade bei gemäßigtem Tempo. Die verbauten Reifen, das ist eine Maxxis-Kombination aus dem DHR vorne, dem DHR2 hinten. Das finden wir so an sehr vielen modernen E-Mountainbikes und macht auch Sinn, weil diese Kombination einfach ein sehr gutes Gleichgewicht aus Grip, aus Geräuschkulisse, aus Rollwiderstand bietet. Also ist wirklich gelungen. Beide Reifen sind mit der Exo-Karkasse ausgestattet. Die ist für unseren Geschmack am E-Mountainbike fast ein bisschen zu dünn. Das heißt, sie hat eher so einen unterdurchschnittlichen Durchschlagsschutz. Das heißt, wenn man mit dem Druck sehr weit runter geht, muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich keine Durchschläge einfährt. Die
Sattelstütze kommt von Keinschock und bietet leider nur 125 mm Federweg jetzt an unserem Testrad in Größe L. Das ist für unseren Geschmack gerade bei 160 mm Federweg einfach ein bisschen zu wenig. Hier hätten wir uns 150 mm oder vielleicht sogar ein bisschen mehr gewünscht. Wird aber vor allem eben dann in kniffligen technischen Abfahrten wirklich zum Faktor. Darüber kein Problem. Ja, noch mal kurz, wenn wir bei der Sattelstütze bleiben. Was wir nicht ganz verstanden haben, ist, dass Fuji diesen am Lenker so einen Oldschool-Bedienhebel für die Vario-Stütze verbaut. Das heißt, es ist nicht den die meisten anderen E-Mountainbikes haben, so auf der linken Seite, wo eigentlich früher eben der Schalthebel für den Umwerfer war, so in Schalthebel-Ergonomie, sondern er sitzt auf der rechten Seite und muss so ein bisschen von oben gedrückt werden. Das funktioniert schon ganz gut. Allerdings ist so ein Trigger-Style-Hebel immer zu bevorzugen und am Fuji wäre auf der linken Seite ja eigentlich Platz dafür. Deswegen verstehen wir nicht ganz, warum man sich dafür dann entschieden hat. Allerdings, das lässt sich dann auch im Nachgang relativ preisgünstig und auch für Leute mit zwei linken Händen problemlos nachrüsten. Ja, Fahrverhalten, Fuji. Da spiegelt sich so ein bisschen die Optik wieder. Wir haben hier ein sehr, sehr gutmütiges, sehr komfortables Rad, das vor allem in gemäßigtem Gelände und bei gemäßigtem Tempo seine Stärke ausspielen kann. So kann man es eigentlich schon mal gleich eingangs zusammenfassen. Im Uphill ist es so, dass wie bei jedem E-Mountainbike der Motor einfach eine sehr gewichtige Rolle spielt. Hier der Bosch Performance CX ist einer der besten Antriebe momentan, der hat Power. Der ist natürlich, der lässt sich gerade im MTB-Modus auch sehr schön dosieren. Das heißt, wir haben hier ein überzeugendes Paket. Ja, hatte ich anfangs vergessen, darauf einzugehen. Wirklich lobend zu erwähnen ist, dass am Fuji ein Kiox-Display verbaut ist für den Bosch. Das ist ungewöhnlich, gerade in der Preisklasse von unter 5000 Euro findet man eigentlich relativ selten. Ist also wirklich nochmal so... Daumen hoch Fuji dafür. Ja, und das Fahrverhalten im Uphill ist, wie ich es eingangs gesagt habe, das ist so ein richtig stoischer Kletterer. Kann man bequem sitzen bleiben und wenn es steil nach oben geht, gerade so wirklich brutal steile Forstwegrampen, ja, einfach vielleicht Gang runterschalten oder Motor hochschalten, treten, fertig. Das Rad geht hoch wie auf Schienen. Das hat dann mehrere Ursachen. Zum einen funktioniert der Hinterbau im Uphill sehr gut. Der versackt nicht und bleibt schön aktiv. Das heißt, der schluckt die Unebenheiten auch. Der Motor, habe ich gesagt, ist überzeugend. Ein bisschen laut vielleicht, aber Geschmackssache. Und die Geometrie ist ungewöhnlich, geht aber dann in diesem Szenario dann ganz gut auf. Ungewöhnlich, weil wir haben hier sehr, sehr lange Kettenstreben. Ich glaube, die sind, ich habe es gerade nicht ganz im Kopf, um die 480 mm. Das heißt, die sind schon ein paar Zentimeter länger, als man das von anderen E-Mountainbikes in der Federwegsklasse gewohnt ist. Warum Fuji sich dafür entschieden hat, können wir natürlich nicht ganz genau sagen. Es harmoniert aber ganz gut mit dem Rahmen, weil wir auch einen relativ flachen Sitzwinkel haben. Das heißt, man sitzt von Haus aus relativ weit hinten im Rad, beziehungsweise weit hinter dem Tretlager. Hätte Fuji jetzt hier kurze Kettenstreben verbaut, hätte man das Problem, dass man keinen Druck mehr auf dem Vorderrad hat, weil man vom Schwerpunkt her sehr weit hinten auf dem Rad sitzt. Dadurch, dass jetzt eben diese Kettenstreben so lang sind, ist es so, dass man, obwohl man weit hinterm Tretlager sitzt, immer noch relativ mittig auf dem Gesamtrad sitzt und deswegen gut Druck auf dem Hinter- und auf dem Vorderrad hat und sehr gut diese Rampen nach oben fahren kann. Hat leider aber auch so ein bisschen den Nachteil, dass wenn es eng und verwinkelt wird, dass das Fuji hier sich nicht so richtig wohlfühlt. Und das, obwohl der Hauptrahmen selbst eigentlich gar nicht so lang ist und der Lenkwinkel auch nicht übermäßig flach ist. Das heißt, wir haben eine relativ kompakte Front, aber eben eine relativ
ein relativ langes Heck. Deswegen der Gesamtradstand ist dann wieder überdurchschnittlich lang und da kriegt man dann in engen Kehren einfach Probleme, wie es bei vielen anderen modernen E-Mountainbikes auch der Fall ist. Nur dort ist dann meistens das Problem, dass der Hauptrahmen sehr lang ist und beim Fuji eben ist das Heck relativ lang. Also Sonderweg von Fuji, was aber unterm Strich im Uphill gar nicht so große Auswirkungen hat, sondern wie gesagt, solange es nicht zu technisch wird, ist es ein sehr, sehr, sehr guter Kletterer. In der Abfahrt ist es dann überzeugend, wenn man es ein bisschen gemütlicher angehen lässt. Und dann kann es wirklich auch überzeugen. Wir haben nämlich hier ein sehr komfortables Gesamtpaket. Wenn wir mal kurz bei den positiven Aspekten bleiben, da wäre zum einen wirklich das Fahrwerk zu nennen, das alle unsere Tester überrascht hat, weil es ist, sage ich jetzt mal, das von uns getestete Black Hill Evo ist die Einstiegsvariante für, wie gesagt, knapp 4.700 Euro. Und da sind eigentlich so, sage ich mal, die Suntour-Elemente haben so diesen bisschen günstigeren Charme, aber die müssen sich überhaupt nicht von den Einstiegskomponenten von Fox oder RockShox verstecken. Im Gegenteil. Unserer Meinung nach sind sie im Einstiegssegment ein echter Geheimtipp, weil sowohl die Ion-Federgabel als auch der Tri-Air-Dämpfer sind super sensibel und spielen auch bei höherem Tempo, kommt die Dämpfung gar nicht mal so schnell an ihre Grenzen und ist hier unserer Meinung nach wirklich sehr, sehr überzeugend. Und man kann sie dann eben auch noch so ein bisschen feintunen. Also wie gesagt, die Federelemente sind sehr gut und sind sehr sensibel. Da sind wir wieder beim Stichwort Komfort. Das heißt, sowohl der Hinterbau als auch die Gabel schlucken die Unebenheiten super feinfühlig weg. Und eben dann in Verbindung mit diesen dicken Plusreifen, das sind ja 2,8 Zoll breite Reifen, hat man ein extrem komfortables Gesamtpaket. Und wer eben genau sowas sucht, wo man sagt, der Weg ist schlecht, aber ich fahre da jetzt trotzdem drüber, ich will aber nichts davon spüren, ich will diese ganzen Steinchen gar nicht in meinem Hintern oder in meinen Händen spüren, der hat hier genau das richtige Rad. Weniger überzeugend ist es dann, wenn es schnell und anspruchsvoll wird auf dem Trail. Da kommt jetzt wieder so die Geometrie, die ich im Uphill schon skizziert habe, zum Tragen. Und wo sie dann im Uphill durchaus gut funktioniert, steht sie dem Rad in der Abfahrt ein bisschen im Weg, muss man schon so sagen. Weil wir haben durch die kompakte Front und den nicht steilen, aber nicht allzu flachen Lenkwinkel hier ein relativ nervöses Fahrverhalten. Aber dann durch das lange Heck trotzdem nicht allzu viel Agilität. Das heißt, da geht das Konzept nicht so richtig auf. Aber um es auch hier nochmal wirklich zu unterstreichen, diese Nachteile treten vor allem dann auf, wenn man eben schnell unterwegs ist in sehr anspruchsvollem Gelände. Also wir haben auch einen Bikepark getestet und wenn man da dann sich wirklich auf die anspruchsvolleren Strecken wagt, ja, da ist das Fuji so ein bisschen, es funktioniert, es ist okay, aber da gibt es ganz gewiss bessere Räder. Sobald man das Tempo drosselt oder sich eben in nicht mehr ganz so anspruchsvolles Gelände wagt, dann spielt es wieder so seine Stärken aus, die da wären Komfort, Gutmütigkeit und vor allem ein sehr zugängliches Fahrverhalten. Da geht dann auch irgendwie das Gesamtkonzept wieder auf. Und deshalb muss man unterm Strich sagen, das Fuji ist kein Rad, mit dem jeder glücklich wird, vor allem, ich sage jetzt mal, sportliche Fahrer oder Fahrer, die einfach nur auf Trailballern aus sind, die finden bei anderen Herstellern mit anderen Modellen wahrscheinlich passendere Räder. Das heißt aber nicht, auf gar keinen Fall, dass das Black Hill Evo kein gutes Rad ist, sondern eben für jemanden, der nach Komfort und einer zugänglichen Geometrie und einem gutmütigen Fahrverhalten sucht, mit einem sehr guten Antrieb und obendrein mit einem, zu einem attraktiven Preis, der findet beim Fuji Black Hill Evo 1.3 wirklich einen heißen Tipp.